Ich muss sagen, das mit der Sprungfeder ist gar nicht so einfach. Nein, 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 wie unfair. Das wird echt hart heute. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario Galaxy 2 hier auf Katze. Weiter geht es in Welt Nummer 4, denn hier gibt es noch einiges für uns zu entdecken. Viele Planeten, die wir sogar noch gar nicht besucht haben. Die zwei sind abgeschlossen. Honighüpfer-Galaxie auch erst einmal, aber hier die Glitzerstrand-Galaxie. Ich würde vorschlagen, Zeit, dass Mario auch mal Urlaub macht. Ach ja, Sonne, Sand und Silbersterne. Das klingt nach Spaß. Das ist das Paradies, oder? Einfach mal in der Sonne liegen und nichts tun. Vielleicht noch ein gutes Buch lesen, aber ansonsten einfach nur entspannen und ein Erfrischungsgetränk trinken. Ja, da kommen Urlaubsgefühle auf. Naja gut, von hier aus geht es erstmal mit dem Stern Richtung Strand. Und schon wären wir da. Perfekt. Und hier wohnen sogar diese Bewohner aus Mario Sunshine. Heute Morgen waren auf einmal über die ganze Insel Silbersterne verteilt. Wer das wohl war? Sag mal, lebt ihr hier? Ist das eine Urlaubsinsel? Denn ich sehe keine Häuser. Nur einen riesigen Strand und etwas Wasser zum Planschen. Naja, und Krabben, die gehören natürlich dazu. Oh, was macht Yoshi? Oh, wow. Die Krabben können wie kleine Bumerangs durch die Gegend geschossen werden. Schaut mal. Wuh, 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 wuh. Komm sogar zurück. Verrückte Sache. Was haben wir da oben? Naja, nur einen Bereich, der abgeschirmt wird. Aber da drin befindet sich ein Silberstern. Dazu brauchen wir allerdings eine Krabbe oder einen Stachy. Dieser Stachy soll mir jetzt direkt weiterhelfen. Also kurz nach oben laufen. Und zack. Was? Yoshi, du hast in die falsche Richtung geschossen. Oder gespuckt, wie auch immer. Na gut. Dann noch einmal, warum schaut denn Yoshi so komisch nach hinten? So, egal wo mein Zeiger ist, Yoshi schaut wild durch die Gegend. Jetzt soll es aber klappen. Und kapäau! Das ist Silberstern Nummer 1. Das ist schon mal ganz gut. Ein kleiner, aber netter Start wurde getan. So, den Heini nehmen wir auch mit. Und dann geht es darüber. Zur nächsten Kuchenglocke. Oder was steht hier? Oh, ich kann keine Schilder lesen, wenn Yoshi etwas im Mund hat. Die Statue kann ich auch nicht zerstören, aber mit Sicherheit wird oben ein weiterer Stern auf uns warten. Jo, und mit dem Flatterflug kriegen wir diesen auch. Das ist ja super einfach gewesen. Und dann haben wir da noch eine Turbofrucht. Vorher geht es aber in das Bonuslevel. Seid ihr bereit? Ich auf jeden Fall. Los geht's! Ach nee, kleine Bumerangkrabben. Ich glaube, das sollte mit Yoshi kein Problem sein. Wurde auch höchste Zeit, dass wir ein Bonuslevel mal wieder schaffen. So, zack, zack und alle Ein-Up-Pilze eingesammelt. Ja, mit Yoshi klappt das immer. Ich liebe es, mit Yoshi in diese Bonuswelten reinzugehen. Weil es so einfach ist, vom Gefühl. Bin ich dagegen allein mit Mario oder mit Luigi da drin, dann habe ich oftmals, dass das nicht so klappt. Also ich habe das Problem, es mag nicht gelingen. So, wo geht es jetzt weiter? Wir haben hier einen lustigen kleinen Planeten. Oh, ich verstehe schon, was Sache ist. Bestimmt befindet sich da oben ein Stern und ich muss es ein bisschen ausrichten mit meinem Gewicht. So. Und das da oben ist sogar noch eine Trampolinfläche. Die schleudert uns nach oben und schenkt uns somit den vierten Silberstern. Doch wo mag der letzte Silberstern sein? Kleiner Fun Fact. In diesem Spiel kann Yoshi im Wasser sein. Erinnert ihr euch an Mario Sunshine? Sobald Yoshi da das Wasser berührt hat, hat man ihn direkt verloren. Yoshi war in dem Spiel also ein Nichtschwimmer und hier gar kein Problem. So, da gibt es eine Frucht. Die schalte ich gleich frei mit dieser Bumerangkrabbe.
dann muss ich höchstwahrscheinlich mit der Frucht hier einmal nach oben. Oh, reicht das aber aus? Na, knappe Kiste. Oh, schade, nicht ganz. Okay, das ist aber nicht so schwer zu lösen. Ich muss nur in der Luft die Frucht einsammeln, damit ich schon mal ein bisschen weiter oben bin. Und meinen Flug auch weiter oben starten kann. Tada! So funktioniert das locker leicht. Und das ist der 5. Silberstern für uns. Tada! Wunderschön! Was für ein wunderbarer goldener Stern. Mario, Yoshi, den schnappen wir uns jetzt. Und zack, einmal im Wasser gelandet. Und dann holen wir uns die Turbo-Pfefferfrucht. Einmal schnell zum Stern. Oh, vorbeigelaufen. Oh, schon wieder. So lustig. So, so cool. Aber jetzt. Tada! Die zwei haben es geschafft. Was für ein Traumteam. Stern erhalten. Und zurück auf unserem Raumschiff. In unserer sagenumwobenen Dimension. Genauer gesagt befinden wir uns irgendwo im Weltall und schippern so mit unserem Raumschiff durch die Gegend. Okay, Spiel wurde gespeichert. Und dann geht es hier weiter. So, Silberstrand-Galaxie, da gibt es... Oh, ich habe was vergessen. Och, Herr Jemine, mir fehlt ja noch die Kometenmünze. Naja, gut. Rauf auf den Wolkenturm. Die Kometenmünze, die holen wir uns dann irgendwann noch nach. Also die holen wir nach, die schnappen wir uns ein andermal. Aber jetzt geht es erstmal Richtung Wolkenturm. Und da sieht man mal von oben, dass diese Insel, diese Paradiesinsel, gar nicht so groß ist. Umso mehr frage ich mich, wie sind diese Delfino, also Plaza Delfino, Menschen da hingekommen? Mit dem Flugzeug wahrscheinlich nicht, oder? Ich meine, wo landet ein Flugzeug? Okay, stopp. Mit dem Wasserflugzeug. Das könnte Sinn ergeben. Bald findet unser jährlicher Wettstreit des stärksten Palmer statt. Deswegen trainieren wir alle so unermüdlich. Genau, ihr heißt ja Palmer. Das muss ich mir merken. Hau ruck, hau ruck! Da gab es doch mal dieses Bonus-Level in Mario Sunshine. Da wurdest du praktisch von diesem Palmer einmal durch die Gegend geschleudert, weil du einfach deinen Dreck weg 0816 nicht mehr hattest. Also Marios, Spritzpistole, sagen wir mal so. Mal gucken, wie das aber hier funktioniert, denn anscheinend sind die Palmers, die einen durch die Gegend schleudern, in dieser Mission vielleicht auch ganz wichtig. Naja, letztendlich will ich ja nur zum Wolkenturm. Dann mal los! Oh! Wo hat denn der mich jetzt hingeschleudert? Interessant. Also der Wolkenturm ist da vorne. Und Wolkenturm bedeutet eigentlich auch, dass ich Wolken-Mario benötige. Denn ihr wisst ja, Mario kann sich nicht auf den Wolken stellen. Kann sich nicht... Ja, kann die Wolken nicht als Plattform nutzen. Dort funkelt etwas oben in den Wolken. Was das wohl ist? Ja, das ist ein Powerstern. Ich zeige euch das mal mit den Wolken. Das sollte, ja, nicht funktionieren. Die Wolken verschwinden und Mario kann da drauf nicht stehen. Warum? Ja, wie schon in den vorherigen Folgen erklärt, Mario kann nur auf Wolken stehen, wenn er Wolken-Mario ist, weil er dann wahrscheinlich so leicht wie eine Feder ist. Keine Ahnung. Aber das bedeutet wiederum, dass wir uns irgendwo diese Wolkenblume suchen müssen. Wir müssen die Wolkenfähigkeit finden. Vielleicht kann uns dieses Ding hier helfen, zumindest mal rüberzukommen. Okay, wo wir noch nicht waren, das war da drüben bei dem Turm. Vielleicht ist da die Wolkenfähigkeit. Was machst du eigentlich? Endlich ist dieser Turm fertig. Ich habe gehört, dass der Eingang am Meeresgrund sein soll. Warum nur? Keine Ahnung, aber das ist für mich ein guter Hinweis. So, vielen Dank dafür. Denn wahrscheinlich finden wir im oder auf dem Turm etwas mehr. Nicht nur irgendetwas mehr, sondern wir finden vielleicht dort die Wolkenblume, die wir ja so dringend benötigen. Nur damit haben wir die Möglichkeit, den Wolkenturm zu erklimmen. Also gut.
Ich meine, vielleicht gibt es noch eine andere Fähigkeit, aber ich glaube, das würde zumindest am meisten Sinn ergeben. Okay, dann drücken wir mal auf diesen Schalter und gucken, was dann passiert. Und? Aha! Eine Wolkenblume ist erschienen. Ja, umso besser. Kann mich dieses Ding einmal mitnehmen? Das befördert mich bestimmt direkt zu der Wolkenblume. Naja, fast zumindest. Jetzt. Jetzt hat sie mich erwischt. Und da wären wir auch schon. Das war sozusagen ein Taxi oder sowas. Gut, dann möchte ich natürlich keine Wolken verschwenden. Ich muss versuchen, möglichst ohne Wolken bis zum Turm zu kommen. Aber ihr seht selbst, so richtig einfach ist das nicht, weil ja überall Wasser auf dem Boden ist. Darf ich hier schon Wasser berühren? Ich springe vorsichtshalber mal rüber. Ja, womöglich dürfte ich das berühren, weil es kein tiefes Wasser ist. Egal. Wir schaffen das jetzt auch so. Oben. Hier mit einem Rückwärtssalto und dann mit einem Wandsprung am Turm. Da müsste ich auch nochmal eine gewisse Höhe zurücklegen können, weil weitere Wolken hier nicht mehr erscheinen. Na gut, wollen wir es doch mal probieren. Also auf Position, Rückwärtssalto, Wandsprung, Wolke. Ja, das sieht super aus. Und dann kann ich den Rest hier mit dem Rückwärtssalto machen. Eine weitere Wolkenblume gibt es auch noch, denn Mario kann irgendwie nicht auf Palmen klettern. Zumindest nicht als Wolken-Mario, aber dann ebenso. Supi! Ein weiterer Powerstern wurde somit eingesammelt. Sterne halten. Zurück zum Mario-Raumschiff. Komm zu mir, lieber Powerstern. Wir haben es geschafft. Glitzerstrand-Galaxie. Das ist doch wunderbar. Was hast du denn da Sonderbares mitgebracht? Eine wolkige Blume? Ja, anscheinend. Aber naja, jetzt wo sie schon einmal hier ist, sollten wir sie wohl auch Wurzeln schlagen lassen. Ob Wolkenblumen das können oder schweben sie davon? Ich finde, Wolkenblumen sind so wie Pusteblumen. Das würde thematisch eigentlich am besten passen. Naja gut, hier gibt es Wolken-Mario und theoretisch kann ich jetzt hier auch ein bisschen Chaos anrichten. Ja, nee, Chaos ist etwas übertrieben. Chaotisch ist es jetzt nicht, aber ich kann einmal quer durch die Lüfte reisen mit den Wolken. Na gut, Glitzerstrand vorerst abgeschlossen, bis auf die Kometenmünze. Die hole ich aber ein andermal. Dann würde ich sagen, rein in die Kettenhundfabrik. Was gibt es hier noch zu erledigen? Federleicht durch die Kettenhundfabrik. Federleicht ist doch bestimmt die... Ja, ich sehe sie schon. Die Federfähigkeit. Ach, wir kennen sie alle sehr, sehr gut. Die Sprungfeder, die für etwas Chaos sorgt. Immer wieder. Mal gucken, wie das hier in Mario Galaxy 2 funktionieren wird. Wir werden sehen. So, komm, 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 komm. Oh, nein, nach wie vor zu rutschig. Aber ich komme hier bestimmt mit einer besonderen Fähigkeit hoch. Nämlich mit der Sprungfeder. Du wurdest zu Feder, Mario. Drück im richtigen Moment A, um besonders hoch zu springen. So, jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Die Fähigkeit kennen wir schon aus Mario Galaxy 1. Und jetzt, komm, 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 hoch mit dir, Mario. Und rein in den Stern, einmal durch die Gegend geschossen. Sehr cool. Wuhu! Einmal über Kopf. Und? Oh, was ist mit dem los? Der ist ja immer noch so wütend. Lasst es krachen! Das hat er schon beim letzten Mal gesagt. Oh, weia. Okay, Achtung. Und Sprung! Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Sprung! Und weiter geht's. Und Sprung! Gleich bin ich am Ziel. Achtung! Und Sprung! Nein, 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 nein! Oh, wie unfair! Wie unfair! So viel zum Thema, das ist doch gar nicht schwer. Och, Menno! Na gut, ich sehe schon. Ich muss ein bisschen besser aufpassen. Uiuiui. Das war noch der Kettenhund von gerade eben. Und jetzt geht es mit der Feder weiter. Diesmal sollte es mir doch gelingen. Und, oh, nein, ich wollte doch nur kurz den Sprung korrigieren. Oh, diese Sprungfeder ist unberechenbar. Das springst du plötzlich von deiner Position aus quer nach rechts, obwohl du nur minimal zur Seite gehen wolltest.
Naja, gut, was soll's. Diesmal aber komme ich besser durch. Hoffe ich zumindest. Und hepp, sehr schön. Und noch einmal und wir sind zumindest mal oben. Achtung, jetzt wird's nochmal gefährlicher, weil wir nicht so viel Fläche haben, auf der wir springen können. Aber das hat auch gut funktioniert. Da oben ist schon der Powerstern. Da leuchtet es hell. Wir müssen also nur noch diesen Turm erklimmen. Das allerdings mit der Sprungfeder. Okay, Herausforderung angenommen. Mal sehen, wie gut wir uns schlagen werden. Ai. Okay. Noch ist alles gut. Die gefährliche Sache an dieser Stelle ist aber... Naja, ich kann natürlich jederzeit komplett herunterstürzen und muss den ganzen Weg nochmal hochklettern. Aber aktuell sieht es eigentlich ganz gut aus. Und jetzt zu der Mutter. Ah, leider nicht ganz geschafft. So, Vorsicht. Und jetzt erneut zu der Mutter. Von dort aus zu der nächsten. Und hoch zum Powerstern. Puh, da können wir wirklich von Glück sprechen. Ich dachte schon, ich falle noch einmal in die Tiefe, aber das war glücklicherweise nicht der Fall. Und wir befinden uns wieder im Maschinenraum. Bestimmt, weil wir jetzt diesen Federpilz mitgebracht haben, oder, Lubba? Nun mal ganz langsam. Das ist eine... Na, was schon? Eine Sprungfeder? Wie dieses Ding, das... Boing, macht, wenn du draufschlägst. Ja, okay, interessant. Ja, das kannst du laut sagen. Was fehlt denn noch in unserer Kollektion? Biene haben wir schon, oder? Haben wir schon den Bienenpilz? Haben wir die Feuerblume? Naja, noch ist es nicht vollständig. Oh, was? Da war ein Ausrufezeichen beim Lubber. Komm ich noch mal irgendwie zurück? Wie komme ich hier raus? Ich will raus aus der Karte, auch nicht in die Weltenkarte, sondern zurück zum Raumschiff. Oh, irgendwie geht das nicht mehr. Schade. Das hätte mich jetzt sehr interessiert, warum beim Lubba ein Ausrufezeichen dargestellt wurde. Naja, Bowser Schwerkraft-Parcours wartet auf uns. Da bin ich ja mal gespannt. Bowser Schwerkraft-Schlamassel. Das klingt jetzt vom Titel nicht unbedingt besser. Okay, was erwartet uns hier? Ich sehe schon Hot Hats, ich sehe Feuerwalzen. Das wird keine einfache Geschichte werden, doch Herausforderungen angenommen. Machen wir das Beste hier aus der Situation. So, volle Kraft raus und nach oben, Achtung! Da kommen die Feuerwalzen. So, hoch mit uns. Da ist Kamek der Gute. Und zack! Knochentrocken wurde ebenfalls besiegt. Eieieiei, bloß weg hier. Da hätten mich die Feuerwalzen fast erwischt. Okay, zack, darüber. Wow. Und ganz viele Hotheads. Also der liebe Mario kann sich hier wirklich sehr, sehr schnell die Finger verbrennen. Vorsicht ist hier geboten. Nichts überstürzen. Sonst geht das noch schief. Und Checkpoint. Und da ist schon die Kometenmünze. Die sammeln wir natürlich auch noch gleich auf. Aber wie wird es hier weitergehen? Meine Lieben, tippt auf dieses Video. Ich denke, das könnte euch gut gefallen. Bleibt katztastisch.